So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Wir machen jetzt weiter. So, Rusty ist jetzt tot. Und wir müssen jetzt zu Lover's Peak. Immer noch. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Ich gehe erstmal hier lang. Ist doch bestimmt nicht umsonst hier. Oder müssen wir hier lang? Nein, wir müssen hier nicht lang, aber wir gucken uns das hier mal an. Es wird hier sicher nicht umsonst sein. Hallo? Moonshine Cave. Diese Höhle war während der Prohibition 1919 bis 1933 Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Er wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle. Es wurde auch bla 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 bla. Ah. Okay. Schön wieder eine Schrotflinte gefunden. Super. Und öffnen wir das mal. Was ist hier drin? Batterien. Können wir auch gut gebrauchen. Okay, dann ab wieder zurück und wir gehen mal den Weg weiter. Mal schauen, was uns erwartet. Nehmen wir mal unseren Revolver wieder raus. Wir haben nur zwei Schüsse vom Schrotgewehr. Hey, fall doch nicht runter. Batterien? Hier hat jemand versucht, jemanden anzurufen. Oh Mann. Okay. Komm her. Zack, zack. Nicht mit mir, Freunde. Wow. Da hat man bloß die Axt fliegen gesehen. Und ihr seid Geschichte. Okay, wir gehen weiter zu Lover's Peaks. Da oben. Da müssen wir hin. Ich glaube, dann haben wir unser Ziel auch erreicht, endlich. Hoffentlich hat er Alice dabei. Das ist ja schon wieder so, ich würde ja gerne mal wieder da lang gehen, ne? Komm, wir gehen da jetzt lang. Ich will mich ja auch gut umsehen. Bevor ich irgendwo anders hingehe. Will ich erstmal schauen, was es hier gibt. Eine Manuskriptseite. Okay, was steht da drauf? Barry trifft Rose. Okay, das brauchen wir noch nicht wissen. Obwohl, doch, komm. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Okay. So. Weiter geht's. Ein alter Wagen. Vielleicht liegt da ja wieder was drin. Na, leider nicht. Hätte ja sein können. Hier habe ich Angst. Ich mag das nicht so hier. Die Umgebung macht mir etwas Angst. Okay, hier muss ich hin. Erstmal einen Kontrollpunkt erreichen. So. Schrotflintenmunition, Schrotflinte. Wird uns wohl gleich wieder ein schön großer Kampf bevorstehen, wa? Okay, los geht's. Lover's Peak. Wir werden ja wohl bald mal da sein, oder was? Ich darf ja unser Ziel jetzt schon erreicht. Oh nein. The Great Old One. Warum kommst du aus dem Baumstamm raus, mein Freund? Alter, der kann ganz schön was aushalten. Wow. So nicht. Zack. Ah. Okay. Ah. Ah. Verdammt. Komm. Ist hier noch irgendjemand? Das war echt knapp.
Der große Alter, diese außergewöhnlich große Gebirgsduklasie, Pseudozuka, bla bla bla, war über 200 Jahre alt. Sie ist, oh, irgendwie ist das mir echt gar nichts, das jetzt zu lesen, weil ich voll das Kribbeln im Rücken so hab, dass gleich was Schlimmes passiert, wenn wir nicht weitergehen. Okay, wir müssen umschalten auf unsere Shotgun und du sagst, lebe wohl. Und du auch. Tschüss. Komm. Ah. Fuck, ey. Ich will zum Licht. Oh Mann. Warum müssen das immer so viele sein? Hinter uns. Alan. Dreh dich um. Und links von uns auch. Okay. Puh. Okay, wir haben noch 4 Schüsse. Das ist ja echt gar nichts mehr. Aber da vorne ist schon das Licht. Also müssen wir jetzt rennen. Komm schon. Dann seh zu. Nein! Geh an! Geh an! Oh. Alter Schwede. Kannst du nicht einfach ausgehen, du Arsch. Okay, hier ist Revolvermunition, das ist gut. Und Batterien. Okay. Bevor wir uns die Manuskriptseite holen, gucken wir uns hier nochmal um. Da ferner ist eine Thermosflasche. Hoppala. So. Da unten ist schon wieder eine Thermosflasche. Aber erstmal holen wir die Manuskriptseite. Und dann springen wir da vorne runter. Ich glaube, das soll eine Abkürzung sein, als wenn wir jetzt da hinten lang gingen. Okay. Was haben wir für eine Seite gefunden? Wake sieht das Fackelsymbol. Okay. So, runter hier. Komm. Überleben wir das? Nein, überleben wir nicht. Verdammt. Ich dachte, jetzt kommt dieser kleine Sturz da. Aber okay. So. Die Thermosflasche ist wieder da. Eigenartig, aber wir holen sie einfach nochmal. Und zack. Gut. Und zurückkommen. Springen. Oh, L. Stell dich nicht so an. Dann müssen wir das hier bestimmt auch nochmal neu einsammeln. Haben wir jetzt gleich noch mehr Revolver-Munition. Wenn ich jetzt öfters ein bisschen sterbe, können wir noch mehr Munition holen. Das ist auch gut. Okay, gehen wir hier lang. Rabe. Oh, hier sind Bären. Bären? Das wären... Bären wären nicht so schön. Nee. T-Shirt mit Blut. Okay. Geh mal hier oben lang. Oh nein. Oh nein. Okay. Da vorne sind die beiden. Die holen wir uns. Hier. Oh, das sind ein bisschen mehr. Mehr Leute, als ich dachte. Okay. Nachladen. Ah. Okay. Hey. So. Und du frisst das. Zack. Super. Haben wir das geschafft. Mann, Mann. Anstrengend. Wir haben immer noch nicht Lover's Peak erreicht. Oh, Mann, ey. Aber ich denke, wir haben es gleich geschafft. Und genau hier werden wir diesen Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.